Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder Wochenabschluss für den November. Ich weiß, ihr wartet alle auf weitere Putzvideos. Es werden auch wieder welche kommen. Ich muss mich aktuell nur irgendwie selber organisieren. Und ja, bin gerade noch nicht in meiner Routine drin. Ich habe jetzt auch den Stalltag, also den Mittwoch als Stalltag abgegeben. Ich habe jetzt nur noch Montags Stalltag, weil Milena und Demi neue Termine bekommen haben. Genau, und da bin ich gerade noch so ein bisschen im, ich muss meinen Ablauf wiederfinden. Und ja, das Drehen ist kein Problem. Videos drehen schaffe ich. Ich habe so viele Rohdateien auf meinem MacBook. Aber das Schneiden und Vertonen, da komme ich aktuell nicht dazu. Es wird aber hoffentlich ganz bald wieder Putzvideos geben. Habt einfach noch ein bisschen Geduld mit mir. So, dann fangen wir an. Das ist der erste Wochenabschluss im November und ich muss sagen, ich bin da selber gerade ein bisschen aufgeregt, denn das ist meine Kassenzettelsammlung aus einer Woche. Leute, ich sag's euch, diese Woche war so teuer. Wirklich. So, jetzt muss ich mal gucken, dass mein Taschenrechner noch funktioniert. Mein Kind war nämlich der Meinung, ha, er funktioniert. Mein Sohn hat nämlich damit gespielt. So, darüber wir in Leben. Ich nehme heute meine Radierbahnstifte. Heute bin ich schlauer. So, in Leben. Ich habe keine Uhr an. Ich weiß auch nicht, welches Datum es heute ist. Ich glaube, heute ist der 6. oder 5.11. Ich schreibe einfach mal den 6.11. hin. Und in Leben habe ich fast alles ausgegeben. Aus dem Grund, ich habe eingekauft, ganz normal, was ja auch in Ordnung ist, für 79,63 €. Und dann hat mein Mann die tolle Idee gehabt, ich könnte doch mal wieder Currywurst einkochen. Er hat fast keine Gläser eingekochte Currywurst mehr. Er braucht wieder welche. Und ja, dann habe ich Zutaten geholt, um für meinen Mann Currywurst einzukochen. Und da habe ich glatte 40 € ausgegeben. Sind dann insgesamt 119,63 €. Also mein komplettes Wochenbudget. 480 waren drinnen. Dann sind es 360,37, die noch drin sein sollten. Und irgendwie, glaube ich, ist die Kameraeinstellung halt ein bisschen doof. Moment. So, ich glaube und hoffe, so ist es besser. Also 360,37 müssen da noch drinnen sein. Gucken wir mal nach. Ich habe hier immer noch die Platzhalter, das Cash-Stuffing. Das zweite mache ich mit euch zusammen. Ich schmeiß Geld weg. Also 120, das sind jetzt die für diese Woche, die jetzt dann kommt. Und dann habe ich hier meine Platzhalter. 120, 120, das sind die 3 Wochen. Genau, 1, 2, 3, 360 € und 30, 37 Cent, das stimmt. Wie gesagt, das Cash-Stuffing. Das zweite mache ich mit euch zusammen. Ich hätte, wie gesagt, auch wenn ich gewollt hätte, das komplette Geld schon abheben können und in meine Umschläge verteilen. Aber das wollte ich dann nicht, weil dann bei der großen Summe mein Bankkonto leer ist und ich möchte auf meinem Bankkonto, ups, immer einen Puffer stehen haben. Deswegen habe ich Platzhalter genommen. Jetzt stand ich auf dem Schlauch. Also den Kassenzettel, den lege ich mal zur Seite. Bei Tanken, da fehlen jetzt 100 €. Ich habe nämlich meinem Mann 100 € gegeben zum Tanken. Er hat aber noch nicht getankt, deswegen werde ich das dann in der nächsten Woche aufschreiben, reinbuchen. Drogerie war ich. Und zwar war ich da einkaufen, das schreibe ich jetzt auch den 6.11. einmal hin, für, wie viel habe ich denn da ausgegeben? 57,65 €. Da muss ich jetzt aber was abziehen, denn ich habe auch aus Gesundheit was rausgenommen. 57,65.
Ich habe nämlich mir nochmal Laktase-Tabletten gekauft, die ich gebraucht habe. Die waren 8,45 Euro. Die habe ich nämlich aus Gesundheit rausgenommen. Dann habe ich bei DM ausgegeben, auch fast mein ganzes Wochenbudget, 49,20 Euro. Also dieser Monat ist irgendwie teuer. Jetzt schreibe ich hier bei Gesundheit gleich noch meine 8,45 Euro rein. Und dann kann ich das hier ausrechnen. Ich weiß gar nicht, was ich im Gesundheitsumschlag drinnen hatte. Ja, da waren drinnen 56 minus 8,45. Dann sind das 47,55, die da noch drin sein müssten. Und dann kontrollieren wir jetzt beides mal am Stück nach. Also Drogerie, halt Rest 80 Cent. So, müssten 80 Cent drin sein und ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen. 50, 70, 80. Das stimmt. Spiel und Spaß haben wir nichts ausgegeben. Das sind nach wie vor die 55 Euro drinnen. Bei Dampfen haben wir auch noch nichts ausgegeben. Kleidung hatte ich was ausgegeben. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt kontrollieren wir erstmal Gesundheit mit 47,55 Euro. Und was ich euch noch zeigen wollte, hier die Budget Sheets, die habe ich mir selber erstellt. Die benutze ich mittlerweile auch. Ich habe ja mal gesagt gehabt, dass ich das irgendwie blödsinnig finde, so eine doppelte Buchhaltung. Bei den variablen Kosten, Lebensunterhalt, Drogerie, Spiel und Spaß, Tanken, da nutze ich sie nicht, weil ich es da tatsächlich schwachsinnig finde, so doppelt aufzuschreiben. Aber bei allem, wo das Geld sich dann anspart und keine regelmäßigen Summen rausgenommen werden, nutze ich die und da finde ich die richtig, richtig gut. Aber die fülle ich dann wieder alleine aus, ohne euch. Sonst dauert das Video zu lang. Also 47,55 Euro, das sind hier 40, 45, 46, 47, 50, 55, das stimmt. So, wandert hier mit rein und dann gehen wir jetzt zurück zu Kleidung. Da muss ich nur meinen richtigen Kassenzettel suchen. Welcher war das denn? Der hier. So, da habe ich nämlich Regenstiefel gekauft für die Kinder, für meinen Mann und für mich. Und Milena und Damien haben noch Regenjacken bekommen. Ich schreibe da jetzt auch einfach mal den 6.11. hin. Stimmt zwar wahrscheinlich nicht, aber egal. Da muss ich jetzt auch einmal kurz, bezahlt habe ich 81,53 Euro. Da war aber noch was von meinem Mann mit dabei. Er hat sich so eine LED-Leuchte gekauft für 14,99 €. Das heißt, ich habe in Kleidung ausgegeben 66,54 €. So. Drinnen hatte ich in Kleidung 85. Dann sollten drin sein 18,46 €. Ob das stimmt? Ich wage es ja fast zu bezweifeln. Ach, ich war hier auf dem falschen. Das waren keine 85, sondern 115, die drin waren. Ups. Gut, dass ich mit dem Radierbahnstift geschrieben habe. Nochmal. 115 minus 66, 54. Dann sollten drin sein 48, 46. Und das hört sich doch schon besser an, oder? So, dann gucken wir. Also 20, 40, 45, 47, 48, 50. Jetzt haben wir zu viel. Ich habe wieder zu viel Geld, okay. 40, 46, 55 Cent sind zu viel. Mal gucken, ob wir die irgendwo finden, wo sie zu viel sind.
Wenn nicht, ja, egal, dann kommen die in meinen Back-to-Bank-Umschlag. Die werde ich dann Ende des Monats irgendwo einfach wieder reinschmeißen. So, dann muss ich mal gucken, wo wir noch Geld ausgegeben haben. Ich habe so viele Kassenzettel. Ah, Auto, genau. Und nochmal Auto. Also bei Auto habe ich eigentlich voll viel ausgegeben. Wieso habe ich nur 2 Kassenzettel bei Auto? Ich habe mehr ausgegeben, glaube ich. Habe ich hier nicht drin stehen. Auto. Wo schreibe ich das denn hin? Dann schreibe ich das hier noch mit hin. Mache ich hier noch eine Autokategorie. Auto. 6.11. Ich rechne jetzt einfach mal diese 2 Kassenzettel zusammen. Und dann gucken wir mal, ob das stimmt. Weil irgendwie, glaube ich, stimmt das nicht. 8,45 plus 1,37 macht 9,82 €. Dann sollten drin sein, denn es waren drin 245, glaube ich. Ja, 245. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, ich habe echt mehr ausgegeben. Sollten sein 235,18 €. Den machen wir mal zu, da sind wir fertig. Schauen wir mal. Ich habe übrigens, nicht, dass ihr euch wundert, die, wo das letzte Cash-Stuffing-Video gesehen haben, werden sich wahrscheinlich denken, in Gesundheit zum Beispiel war doch ein Platzhalter drin. Ja, das stimmt, ich habe getauscht, gewechselt quasi. Da, wo ich gerade das Geld gebraucht habe, habe ich den Platzhalter aus dem anderen Umschlag in Euro gewechselt und den Platzhalter in den jeweiligen Umschlag reingelegt. So, 235, 150, 70, 190, 210, 216, 217, 219 und 3 Cent. Ich sag ja, da stimmt irgendwas nicht. Gott, wo habe ich denn noch Geld ausgegeben? 219 und 3 Cent. 16,15 €. Wenn ich jetzt diese 55 Cent noch, sind es 15,60 €. Ich glaube, das war die Lichterkette. Weil da hat mein Mann gesagt, der kriegt nämlich eigentlich hier aus dem Umschlag noch 35 € von mir. Und er hat dann gemeint, ich soll ihm dann nur noch 20 € zurückgeben. Dann wäre die Lichterkette quasi bezahlt. Ich glaube, das ist davon. Ja. Ich schreibe das jetzt einfach mal so auf. Ich lasse es einfach mal so stehen. Und dann werden wir zum Ende des Monats, beziehungsweise zum nächsten Cash-Stuffing, wenn dann alles wieder ausgeglichen ist, sehen, wo der Fehler ist. Ist ja Gott sei Dank nur in diesem einen Umschlag und das sind jetzt 15 €. Da glaube ich wirklich, dass es das Geld für eine Lichterkette ist. Aber das sehen wir dann, weil ich habe ihm gesagt, zum nächsten Cash-Stuffing, also wenn dann von meinem Konto das Geld abgehoben wird, was ich in die Umschläge verteile, da bekommt er dann seine 20 €. Und ab da werden wir dann, wie gesagt, sehen, ob da ein Fehler unterlaufen ist oder nicht. So, dann Geschenke. Da habe ich auch, gut, da könnte ich jetzt eigentlich das Originaldatum vom 5.11. hinschreiben, aber es ist ja wurscht. Und zwar 50 €. Meine Nichte wurde getauft und meine Schwester wollte eine neue Matratze haben fürs Gitterbett. Ich habe dann aber ihr Geld gegeben und gesagt, sie soll sich dann ihre Matratze selber aussuchen, denn es gibt so unglaublich viele verschiedene, in unglaublich vielen Preisklassen und genau, also ich persönlich habe bei meinen Kindern damals die günstigsten Matratzen genommen, weil die wachsen so schnell, dass sie das Gitterbett nicht lange haben und die haben auch bei uns viel im Bett mitgeschlafen. Ja, aber mir war es dann lieber, wenn meine Schwester sich die Matratze selber aussucht, dann
kann sie auch entscheiden, auf welche Qualität sie da greifen möchte. Deswegen habe ich ihr einfach Geld gegeben. Als Taufgeschenk. Und jetzt müssen hier noch 60 Euro drin sein. Und das stimmt auch. Da hat jetzt dann die Milena noch Geburtstag. Da werde ich jetzt diese Woche noch die Einladungskarten fertig machen. Und dann hat nächsten Monat der Demi Geburtstag. Und dann ist das Jahr zu Ende und ich bin so froh. Dann fängt ein neues Jahr an mit neuen Budget-Zielen. Ich werde mir dann auch noch Gedanken machen. Und natürlich auch neue Ziele auf YouTube. So, Weihnachten, da ist nichts passiert, außer, dass ich gewechselt habe. Ich glaube, ich habe gewechselt, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Urlaubsumschlag gewechselt. Also da ist immer noch das gesamte Geld drinnen. Wird sich jetzt demnächst aber nach und nach leeren, denn jetzt müssen wir natürlich auch das Christkind demnächst bezahlen. So, Vereine habe ich eigentlich nichts ausgegeben. Da sind eigentlich noch 143 Euro drin. Mit den Platzhaltern stimmt es auch. So grob überschlagen. Schule habe ich nichts ausgegeben. Autosteuern habe ich nichts ausgegeben. Rente auch nicht. GEZ auch nicht. Pacht auch nicht. Bei den Kindern sowieso nicht. So, dann habe ich hier meinen Back-to-Bank-Umschlag. Und dann war es das, glaube ich, auch in diesem Umschlag. Dann können wir weitergehen zu diesem hier. Zu meiner Geldwäsche. Schaue ich kurz einmal. Wir müssen genau hier vorne das noch eintragen. Aber das mache ich auch dann alleine. Hier diese Woche 1. Was habe ich in Woche 1 ausgegeben? Tanken kann ich zum Beispiel gleich mal einen Strich machen. Da ist nichts rausgegangen. Bei Hausreparatur ist nichts rausgegangen. Tierkonto habe ich, glaube ich, im letzten Monat eingetragen. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so schusselig momentan. Ja, das habe ich im letzten Monat eingetragen. Das heißt, hier ist nichts rausgegangen. Genau. Und das mache ich dann. Da trage ich jetzt einfach dann das, was hier steht, als Ausgabe hier in Woche 1 ein. So. Dann gehen wir zu Geldwäsche. Und ich muss mir wieder Linien ziehen. Schlimm mit mir. So, den 6.11. hat mein Kind ein Lineal? Ich glaube nicht. Ich nehme mal das da. Vielleicht funktioniert das. Nicht perfekt, aber es tut, was es soll. So, also, wir verlängern mir mal diese Striche hier noch. Ich höre gerade meine Kamera surrt. Hoffentlich hört man das im Video nicht. Also, ich habe einmal den Trockner benutzt. Und 5 Mal Wäsche gewaschen. 5 Mal Wäsche, das macht dann insgesamt 1 Euro. Und wir sind hier bei 45,40 Euro. Und ich sehe gerade, vielleicht habe ich Glück und kann sogar wechseln. So. Schauen wir doch mal. Da brauche ich dann zum Wechseln den hier, meinen Back-to-Bank-Umschlag. Da habe ich nämlich hier hinten 5-Euro-Schein drin. Also 40. Zwei. 10, 20, 30, 40, 50, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro. Das heißt, ich wechsle das jetzt auf einen Schein und das Kleingeld kommt jetzt in den Back-to-Bank-Umschlag. So, dann haben wir 45,40 Euro im Geldwäsche. Das stimmt. So. Und da, das wollte ich euch noch zeigen, hier die Urlaubs-Tetris, da habe ich eben Geld rausgewechselt und dafür dann die Platzhalter reingelegt. Das heißt, das Geld kommt dann hier mit rein beim nächsten Cash-Staffing. So, bei dem Rest habe ich nichts ausgegeben und es kam auch nichts dazu. Das heißt, es war's für diese Woche.
irgendwie war die Woche ja trotzdem ganz schön teuer, ne? Ich habe nämlich auch noch auf meinem Pufferkonto, ich weiß es nicht, das hat mein Mann bezahlt, aber ich habe ihm das Geld dann wiedergegeben. Was waren denn das? Ich glaube 15 Euro waren das. Ja, 15 Euro bei Teddy ausgegeben, die ich ihm dann wiedergegeben habe. Genau, so, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!